Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Infinity Evolved Modpack. Ja, ich bin zurück. Ich habe die Qualität ein bisschen hochgeschraubt mit dem Mikrofon. Das war irgendwie ein bisschen falsch eingestellt oder einfach nicht so toll. Und deshalb habe ich das jetzt mal so eingestellt, dass es eigentlich wieder hohe Qualität ist, so wie ich es kenne. Weil höhere Qualität geht mit dem Headset eigentlich nicht. Ich habe, naja, nicht gerade das beste Headset kaufen können, weil es einfach nicht gab. Und ja, es geht momentan gerade nicht. Eigentlich sollte es ja gehen. Ja, es geht 20% Faser und 25% mehr Fuel. Eventuell geht es gar nicht mehr, oder ist es hier in der Mitte? Vielleicht sind die Crafting-Rezepte geändert worden. Aber ich habe doch Industrial Craft drin. Oder habe ich es nicht? Was soll ich denn machen? So? Eventuell, aber ich will mal kurz schauen. Ein Generator geht so. Ist es zu alt oder? Ich habe jetzt extra das mal eingestellt. Ich habe doch Industrial Craft, oder? Man sieht es leider gerade nicht. Industrial Craft. Also doch Industrial Craft habe ich drin. 2-2 und das ist, was ist das für ein Bild? Da muss ich noch kurz schauen, eher, hä? Es ist wahrscheinlich veraltet oder so, ich kann es einfach nicht craften. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Die Platten machen wir mal. Wir machen mal Eisenplatten. Die gehen... Nee. Das sind Wägeplatten. Ich weiß gar nicht, wie die Platten gehen. Schau mal kurz, wie die Eisenplatten. Ah, mit dem Hammer. Forget Hammer geht's so. Okay. Ich muss halt alles noch ein bisschen lernen. Aber jetzt haben wir den Forget Hammer. Mit Forget Hammer machen wir jetzt mal. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Nochmal zurück. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich wirklich nicht, was ich machen muss. Dann ist es leider so, dass das nicht geht, weil das Crafting-Rezept wieder geändert wurde. Es wurde nämlich schon mal geändert. Ja, aber... hat das gleiche Ding. So, dann nehmen wir den auch weg, weil wir sowieso einen besseren haben. Und dazu machen wir mal das Kupfererz. Ja. So, es ist schneller. Also 20% mal schneller und 25% mal fuel effizient. Also bessere Kohle geht es wahrscheinlich auch. Da haben schon mal ein paar Masken. Ich glaube, ich gehe eher da drüber bauen. Aber dafür brauche ich einmal ein paar. Ding, wo ich darüber baue. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. Naja, nicht so eine Reichweite. So, und mal Akazienholz. Hä? Sonst kommen wir hier gar nicht vorwärts. So. Ja, dann muss ich eigentlich hier unten eine Treppe bauen, ne? Aber dann kommen wir immerhin nach oben, also besser nach unten, weil wir hier den Garten machen, ne? Sky of Beginning. Aha. Also wahrscheinlich von diesem
Ja, das andere Abbautal, ja, stimmt. Also dann gehen wir nochmal nach oben. Wir brauchen jetzt noch eine Hacke. Da können wir auch mal wegmachen. So. Oh, das Holz ist so schön, das ist so orange. Und dann gehen wir noch in das Dorf. Hä? Was ist ein goldener Apfel? Wo habe ich den denn wieder aufgelesen? Hä? Also, ich brauche eine Hacke, dann mache ich eine Hacke aus. Naja, Zinnbahn ist nicht so toll. Ja, okay, Maya wird Zinn. Fang an zu ackern. Ja, jetzt machen wir noch die Patate. Weizenkörner. Sesam tun wir anpflanzen. Erdnüsse muss ich heute schauen. Und den Himbeerbusch kann ich sicher hier hinlegen. Muss ich ja dort machen. Ne? Jetzt wird es leider auch wieder Nacht. Mach ich den mal hier hin. Und hier unbedingt ganz kurz, schnell ein paar Sachen hinpflanzen. Ne? Erdnüsse kann man sicher auch. Ja. So, also schnell wieder nach oben. Wir gehen jetzt die Nacht nochmal runter und meinen dort. Ne? Jetzt habe ich gerade nichts für rein. Ne? Nein, hey, hallo. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Ne? Wir müssen uns unbedingt von den Monstern schützen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Mine ist. Wo haben wir die Mine gemacht? Jetzt weiß ich selber nicht, wo die Mine ist. Eigentlich hier drunten, oder? Nicht? Das ist natürlich schlecht. Ich habe sie doch hier reingebaut. Das ist hier oben. Nee. Irgendwo hier war doch eine Mine. Müssen wir uns eventuell verteidigen. Ich weiß leider das gar nicht mehr, wo ich war. Es war doch hier unten. Du warst hier? Nein. War es hier irgendwo? Es könnte schon sein, dass es irgendwo hier war, aber ich sehe jetzt eigentlich gerade nicht so. Ich werde jetzt einfach mal irgendwo anders hineingehen. Irgendwo, wo wir auch mehr entdecken können. Aha. Einfach mal den besiegen. Mit dem. Wie heißt der? A-Boy? Nein. Vom A-Team. Wie heißt der schon wieder? Ah, weiß jetzt gerade auch nicht, tut mir leid. Eine Werkbank haben wir hier. Machen wir mal ein... Ja, Eisenschwert ist schon wichtig, hä? So. Kohle abbauen ist sehr wichtig. Aber leider gibt es hier keine Höhle, hä? So ein Mist. Ich kaufe mir bald ein neues Headset, ein neues Standmikrofon, dann geht das alles besser, weil ja, ich habe einfach nicht so viel Geld, um teure Sachen zu kaufen, und die Möglichkeit im Internet zu kaufen ist bei mir auch sehr gering, weil ich keine Kreditkarte besitze. Das ist Schießel. Können wir dann mal abbauen, hä? Sind wir wenigstens ein bisschen in Sicherheit. Aber wir müssen wahrscheinlich schon ein bisschen uns verteidigen. Aber ich bin mal gespannt, weil der Mod habe ich schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, aber das könnte schon einige Zeit her sein. Da ist ein Krieger oben.
ist auch ein Creeper. Ich gehe jetzt mal einfach nebenbei durch. Ich schaue, dass ich nicht so langsam laufe. Irgendwie laufe ich so langsam auf diesem Gestein. Da geht's noch runter. Aber es ist nichts. Schade. Hier haben wir noch Towncraft. Ups. Brauche ich da eine bessere Spitzhacke? Ich brauche da wahrscheinlich Eisenspitzhacke. Hä? Ja, Eisen habe ich erst gesagt, kurzem. Den Pferden geht es wahrscheinlich gut hier. Muss ich danach mal einspielen. Da haben wir noch Kohle, hier haben wir Kohle. Und hier haben wir sicher irgendwo eine Höhle, hä? Ja, sieht nicht so gut aus. Ich bitte Workbench abbauen. Da haben wir mal ein schwer bewaffnetes Skelett. Ist nicht so gut, wenn das so von uns zukommt. Und hier haben wir ein paar. Ist nicht so gut hier. Ich hau mal ab, hä? Wir gehen mal in diese Höhle oder so. Auf jeden Fall weg von hier. Ich glaube, ich gehe lieber dort hinten irgendwo hindurch. Beim Wasser. Also eben, ich kenne mich mit den Mods nicht so gut aus. Ich kenne sie, ich weiß, was man herstellen kann. Aber die Crafting-Rezepte und ja, vor allem die Redstone-Schaltungen und Kabelschaltungen kenne ich nicht so. Muss ich dann einfach alles wieder ja im Wikipedia nachschauen oder so, oder ihr helft mir vielleicht, ja, wenn ihr Lust habt. Und dieses Projekt wird ein Langzeitprojekt werden. Ich werde längere Zeit nicht aufhören mit dem Projekt. Ihr seid sehr, sehr ja willkommen eigentlich in diesem Projekt, auch mitzuhelfen und so weiter. Aber es kann eben sein, dass ich halt einfach auch manchmal ein bisschen enttäuscht bin oder sonstige Sachen von Leuten, die mich einfach nicht immer so willkommen heißen irgendwie. Haben immer so Gefühl, ich habe das Gefühl, manche Spieler wollen keine anderen Streamer auf YouTube haben oder YouTuber, die meinen, sie könnten das gleiche Spiel wie sie Let's Playen. Ich finde es ein bisschen blöde, dass alles so ein bisschen, ja, alle meinen irgendwie, sie sind die einzigen, die das Spiel Let's Playen oder der Mod. Und dann immer wieder zurückschlagen oder so. Also, einfach sagen, nein, der darf das nicht Let's Playen, der ist selber schuld. Und dann wird gedisliked, beleidigt und so weiter. Das ist einfach so. Das ist YouTube. Auf YouTube gibt es leider zu oft Leute, die meinen, sie können alles machen. Und das habe ich einfach in letzter Zeit so ein bisschen erlebt, dass die Spiele einfach gesehen habe, ich habe Talent und ich darf das nicht machen. Toll, noch einer. Noch ein Skelett. Das ist nicht gut. Aber ich sehe gerade nicht, was ich abbauen darf und was nicht. Also, es geht ja trotzdem relativ schnell und trotzdem kann ich es nicht abbauen. Hä? Doch da ist irgendwann ein Skelett gewesen. Was ist das? Apatit. Ah, Apatit. Das ist recht häufig. Also da gibt es riesige Erzadern von diesem. Sieht einfach ganz anders aus als im Original im Vanilla. Ich baue das jetzt mal nicht ab, weil wir es nicht brauchen. Wird in der Welt erstellt. Muss mal kutschen. So. Ich hoffe, die Aufnahme hat es nicht irgendwie beendet. Aber ich habe viel zu viele Sachen im Winter. Rock- und Flussschilfrohr.
Eichenholzbrett nehme ich mal weg, hä? Da oben ist ein Creeper oder so etwas. Steinsalz haben wir, ja. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis es heller wird. Ah, das ist ja im Apatit hier. Das ist Diorit von Chisel, also das ist nicht das Original Diorit. Weil es jetzt Tag ist, ist hier auch Monsterverbrennung hier. Typische Monsterverbrennung. Ja, genau. Stirb. Hahaha. Creeperkopf. Creeperkopf nehmen wir mit. Gegen. Ich weiß es nicht. Wir haben viel zu viele Sachen. Okay, und der Ofen. Tschüss. Haben wir noch ein Skelett. Und sonst. Ja. Wir haben eigentlich keine Gegner mehr. Ne? Da ist wieder eine Botanierblume. Die scheinen recht häufig zu sein, also. Wahrscheinlich sind sie sogar weniger häufig, weil da gibt viele Mods irgendwas gepflanzt haben, generiert haben und deshalb die Botanierpflanzen nicht mehr so viel Baufläche haben, oder? Und hier drinnen ist nichts. Da ist ein Ding. Eine Bienenwabe, okay. Jo, jetzt muss ich einfach wissen, wo der Eingang ist. Habe ich den so gut zugebaut? Also das Mais tue ich mal umwandeln. Hä? Einfach mal den Stein alles hier rein tun. Tropenholz und Eichenholz rein tun. Workbench nicht rein tun. Salz kann ich rein tun. Apatit. Kiwis auch nicht. Erde kann ich rein tun. Und diese Zinnbahn auch, Goldbahn auch. Schaufel haben wir hier. Ja, der Krebekopf kann ich auch reintun. Das soll ich denn hier lassen? Ich glaube, da werden die Creeper weggelockt. Also, sie sehen Krebeköpfe und dann hauen sie ab. Zinnbeere. Gurry Leaf kann man es auch ändern. Schneeglöcken, nein, Witchery brauchen wir noch nicht. Hä? Roggen können wir noch anpflanzen und Rettich. Die Karotte können wir auch noch anpflanzen. Prima. Also, wir haben ja gesagt, wir machen verschiedene Zukunftsstationen und so weiter. Wir sind jetzt gerade noch ganz am Anfang, deshalb ist es noch nicht viel Zukunft. Aber wir machen dann immer wie weiter mit der Zukunft. Wenn immer wie größere Gebäude und so bauen, die einfach immer wie anspruchsvoller werden. Und so weiter. Hm? Also ich werde das richtig poetisch machen, richtig ansehnlich und so weiter. Aber zuerst müssen wir uns halt einfach um das Wichtigste kümmern und das ist das Anpflanzen der Nahrung und das Meinen von verschiedenen Kräutern und Nahrungsmitteln. Also, das haben wir schon mal. Jetzt gehen wir einfach dann weiter. Hä? Hier unten haben wir auch noch ein paar Salzadern. So, wo ist denn der Eingang gewesen? Das ist einfach hier nicht. Hm. Schwer zu sagen. Ich glaube, hier ist er. Irgendwo hier ist er gewesen. Muss ich das wirklich nochmal nachschauen? Da erkenne ich ihn wieder. Ich habe einen schönen Eingang gemacht letztes Mal, gell?
Hier ist er doch auch nicht. Nee. Dann ist er entweder hier. Könnte hier sein. Nee. Also, dann gehen wir zum Dorf. Hä? Wir gehen jetzt einfach zum Dorf und essen den Apfel noch. Und ja, vor allem im nächsten Part machen wir dann weiter. Eine Lilie. Eine Lilie. Und das können wir mitnehmen. Ja, Karotte. Hä? Ich glaube, die braucht man sogar, Projekt Red. Das könnte man schon gebrauchen. Hä? Also wir brauchen mal Wolle. Ich habe ja gerade keine Schafe gesehen, oder? Nur Schweine waren dort. Hm. Na gut, haben die da irgendwo einen Eingang? Sehe ich gerade nicht. Soll ich mich durchbauen? Ich gehe einfach mal nach vorne, hä? Ja, aber generier doch bitte. Das musst du zumindest machen. Was sind denn das für Blumen? Aha, das sind einfach violette Blumen, die vom Mod anders wurden. X heißt nicht abbaubar, oder wie? Es war eine Ding und dann X. Das ist Zucker. Und das ist Treibsand, genau. Das ist immerhin besser erkennbar in diesem Texturepack. Weil ich kenne das Texturepack nicht. Das muss ich zuerst kennenlernen. Das habe ich vielleicht ein paar Mal verwendet. In einem der Modpacks Let's Plays, aber nie wirklich viel, also kann einfach noch nicht so viel mehr an das erinnern. Das ist so. So, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir nämlich auch das Leder. Jetzt können wir gleich mal eine Workbench machen. Und Wolle. Was? Und kein Holz mehr. So, jetzt haben wir ein Bett. Prima. Oder Moment, wir haben jetzt noch drei Eisenbahnen. Das brauche ich unbedingt für den Eimer. Weil ohne Eimer ist es in den Minen recht nervig manchmal in der Lava. So, aber dort ist der Eingang. Dann können wir gleich schlafen, wenn es Nacht wird. Und dann machen wir bald noch den nächsten Part. Kommt dann wieder in zwei Tagen. Ah, jetzt dachte ich, da hätte jemand angepflanzt. Aber schau, hier hat es noch ein paar Setzlinge. Nehmen wir auch noch mit. Und hier haben wir jetzt einfach die Gärten. Hm. Ah, da haben wir so ein Bahnhofartiges Gebäude. Nicht schlecht, also ihr wohnt hier richtig schön, ne? Aha. Silizium für den Smaragd. Okay, Stahl, Stiefel, Redstone, Bahn. Ah, Helm. Stiefel, genau. So verkehrt herum gewesen. Und eben Redstone, Regierung. Ja, die Öfen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ich noch möchte von euch ist, sind Bücherregale. Außer hier vielleicht noch etwas. Aha, Aluminium, Bleibahn, Kupferbahn, eisenmechanische Teile. Noch mehr mechanische Teile, aber die gehen gerade nicht so rein. Braune Wolle, weiße Wolle machen wir mal raus. Wir haben noch Aluminium. Prima. Nehmen wir mal alles, hä? Was ist das eigentlich? Eine Laterne.
Nehmen wir mal nicht mit, eventuell müssen wir da ein Werkzeug haben. Das heißt, das ich habe keinen. Da drin ist noch jemand. Ebereschenholz. Das ist die Hexe, genau. Ich möchte aber gerne... das mitnehmen und... Fichtensetzing weg, hä? Blumentopf, nein, das Ebereschenholz. Möchte ich gerne unten drunter, ist nix. Da gibt es bei anderen, also bei manchen, unten drunter Verstecke unter den Öfen. Ja. Also gehen wir mal zurück. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Das Gebäude hier, ganz auf der Seite. Da können wir schön zurückkehren, hä? Also mal schauen. Was brauchen wir gar nicht? Belladonna sieht. Und. Rhabarber könnte ich schon gebrauchen. Ich werde einfach diese Holzbretter nehmen. So, dann haben wir dafür die. Und jetzt können wir gleich mal schlafen. Hä? So. Ja, wunderbar. Gut, dann können wir gleich mal wieder zurückkehren und machen dann im nächsten Part weiter mit ja, dem Maschinenbauen. Erze suchen zuerst wahrscheinlich. Ja, Maschinenbauen. Und ja, immer wie stärker werden. Und wenn ich mal gute Materialien habe, mache ich das erste. Haus, hä? Also, ja, da können wir jetzt nicht mitnehmen, wegen volles Inventar. Ja. Also dann, Dankeschön fürs Schauen. Und bis übermorgen, hä? Wenn ihr mehr wollt, dann sagt es mir bitte, gell? Dann mache ich auch für euch natürlich mehrere Parts und, das Projekt wird wirklich toll, also bleibt dran bitte, gell? Oder gebt mir ein bisschen Hilfe, was ich machen soll. Und dann sehen wir uns ja, nächstes Mal wieder. Ich bedanke mich ja auch immer wieder herzlich gerne, wenn jemand irgendwas schreibt, Verbesserungswünsche sagt und so weiter. Es ist schon wichtig, einfach die Headset-Qualität kann ich jetzt gerade nicht ändern. Also für mich ist der Sound mega gut, bei euch ist er leider nicht so gut. Ob das an Fraps liegt oder an der Verarbeitung nach dem Video, kann ich nicht sagen. Aber tja, einfach lauter stehen, dann hört ihr mich auch besser. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.